Fräulein Kaiser war sehr lange bei mir. Eine erstklasse, wirklich erstklasse Kraft, sehr tüchtig. Seit September ist sie nicht mehr bei uns. Sie hat gekündigt? Ja, ich konnte sie nicht halten. Ich bot ihr an, zu besseren Bedingungen, noch besser, als ich ohne dies hatte. Aber es war nichts zu machen. Seit 1. September ist sie nicht mehr bei uns. Sie wollte auswandern, nach Kanada. Nach Kanada? Warum sollte ich nicht mal mit ihr ausgehen? Tüchtige Person war hier doch gewissermaßen mal schuldig. Kleines Abendessen, Flasche Shampoos. Nähere Beziehungen? Herr Kommissar, die Kaiser... Na, hören Sie. Also gut. Die Kaiser wollte immer gern nähere Beziehungen, egal zu wem. Aber als Mensch war sie zu kompliziert, zu gescheit in mancher Hinsicht, zu tüchtig, wenn ich so sagen kann. Sie hatten also kein Verhältnis mit ihr? Ein was? Aber Herr Kommissar, ich bitte Sie. Ja oder nein? Also, ich habe im Anschluss an ein Abendessen, und weil sie mir leid tat, aber ganz unverbindlich, wissen Sie, hat da jemand was zu Ihnen gesagt? Nein, nein, nein. Sie bot sich ja förmlich an. Wissen Sie, dass sie Lokale besucht hat, nur um Bekanntschaften zu machen? Was für Lokale? Das ist ein Lokal, wo die Damen die Herren auffordern zum Tanzen. Und die kleine Jan hat mir mal davon erzählt. So sah es aus mit der Kaiser.